Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal die Goggles 2 im Detail an und ich gehe mal alle Settings mit euch durch, damit ihr wisst, was man damit alles machen kann. Okay, dann fangen wir mal an, uns die Goggles mal anzuschauen. Ich fange mal von vorne an. Allgemein kann man sagen, dass der Formfaktor im Vergleich zur DJI Goggles V2 deutlich, deutlich kleiner ist. Die Goggles V2 hatten ein Gewicht von 420 Gramm und bei den Goggles 2 haben wir jetzt hier ein Gewicht von 290 Gramm. Also da schon mal deutlich, deutlich kleiner und leichter. Wir haben hier wirklich eine ganz kleine Brille, die wirklich in jeden Rucksack reinpasst. Also das ist absolut kein Problem. Okay, fangen wir an, was wir vorne haben. Wir haben vorne einmal, hier oben sieht man schon die Antennen. Wir haben insgesamt tatsächlich vier Antennen, vier omnidirektionale Antennen. Zwei oben, die hier so klappbar sind, wie man sehen kann. Also da ist das Ganze nochmal ein bisschen flacher. Wundert euch nicht, hier war noch so ein Aufkleber drauf. Deshalb ist das hier noch so ein bisschen dreckig, das muss ich nochmal sauber machen, aber gar kein Problem. Genau, und die anderen zwei Antennen sind hier hinter auf der Frontseite mit dran befestigt. Dann sehen wir, dass wir hier zwei Lüfter haben. Wir haben oben auch nochmal zwei Lüfter, hier einmal das DJI-Logo. Genau, das ist auch schlussendlich schon die Vorderseite. Gehen wir mal zur rechten Seite. Da haben wir einmal das Touchpad. Damit können wir in den Goggles navigieren, das zeige ich aber auch gleich nochmal. Das ist im Vergleich zu den V2 Goggles hier jetzt ein Touch-Display, das heißt, man kann hier nach vorne, nach hinten mit Double-Tap quasi bestimmte Sachen auslösen, das zeige ich auch gleich nochmal. Im Vergleich zu den V2 war das ja damals ein Knopf, den man bewegen kann, ein dreidimensionaler Knopf, den man oder ein Stick, den man bewegen kann und drücken kann. Genau, wenn wir nach unten gucken, haben wir einen USB-C-Anschluss und einen Anschluss für den Strom bzw. den Akku, den wir anschließen, für den Powerschalter. Gehen wir, wenn wir nach innen schauen, haben wir hier einmal, ich mache mal das Band so ein bisschen weg, haben wir hier einmal einen Screen Protector. Wenn ich das Ganze abmache, kommen wir, können wir uns die Goggles bzw. die Linsen etwas anschauen. Wir haben hier einerseits einen kleinen Lichtsensor. Sobald man die Goggles nicht mehr auf hat, wird der Screen einfach abgedunkelt. Und wenn du die Goggles aufsetzt, dann wird der Screen automatisch wieder angeschaltet. Darunter haben wir einen Button, das ist der Bind-Button. Damit können wir die Air-Unit beispielsweise oder die O3 Air-Unit mit den Goggles koppeln. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite dann und auf der linken Seite jeweils die Linsen. Die kann man auch noch einstellen. Und auch, da seht ihr noch diese minus 6 bis 2. Man kann hier nämlich auch die Dioptrien einstellen, dazu aber gleich mehr. Genau, außerdem haben wir hier noch zwei weitere Lüfter, hier einmal an der Seite und auch an der Seite. Wenn wir jetzt nach unten gehen, kommen wir auch schon zum Einstellen der Linsen. Ich mache das jetzt ganz mal und zwar hat man hier Rädchen. Man kann einerseits das Rädchen drehen, um die Dioptrien einzustellen. Das sieht man oben jetzt an der Linse. Man kann aber auch auf den Knopf draufdrücken und ihn dann nach links oder rechts bewegen und so quasi den Augenabstand der Linsen einstellen. Das muss man dann einstellen, wenn man die Goggles dann tatsächlich erstmal auf hat. Dann sieht man nämlich da Tatsache, wie das Ganze am besten für einen passt und wo das Sichtfeld am besten ist. Genau, das Gleiche können wir natürlich für beide Seiten machen. Das ist gar kein Problem. Das Coole hier an der Sache ist, dadurch, dass wir die Dioptrien hier direkt gleich einstellen können, seid ihr gar nicht darauf angewiesen, die Goggles mit Brille zu tragen. Das würde hier auch gar nicht passen. Bei den V2 konnte man die Brille tatsächlich noch unter den Goggles so gesagt mittragen. Hier kann man das Ganze jetzt dann quasi einstellen. Wenn die Dioptrien nicht passen, dann müsst ihr wahrscheinlich dann doch eher noch auf Kontaktlinsen zurückgreifen, aber so viel dazu. Dann haben wir noch die linke Seite, wenn ihr das so sehen würdet, das ist jetzt die linke Seite hier. Und da haben wir einmal hier so ein Display, das zeigt dann per LED an, in welchem Channel man sich befindet oder ob man im Automatic-Channel ist. Und wenn wir runtergehen, haben wir hier einmal eine Micro-SD-Card bzw. einen Micro-SD-Slot. Haben wir hier nochmal einen Micro-SD-Slot. Kann man hier reinstecken. Und dann haben wir hier nochmal einen Kopfhörerausgang, falls man sich über die Goggles etwas anschauen will, die Videos, die man gemacht hat. Und damit kann man quasi das Ganze dann sich anschauen. Genau, und das ist schlussendlich auch schon der Aufbau von der Goggle. Also ich muss sagen, Formfaktor sehr, sehr cool. Sehr, sehr hochwertig. Ist natürlich alles hier Plastik, also da kann ich euch keine Illusion geben, dass das nicht wirklich ausreichend gut ist. Ein Thema noch, und zwar haben wir hier ja so einen Schaumstoff. Da gibt es immer sehr viele Leute, die sich beschweren, dass der nicht wirklich gut sitzt. Das kommt aber ein bisschen auf eure Kopfform an. Ich finde, dass der eigentlich ganz gut sitzt. Es gibt aber auch noch einen etwas weicheren Schaumstoff, den man hier rauf machen kann. Den kann man dann einfach hier rauf klicken. Das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut.
Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Goggles rein und schauen uns mal an, was wir da alles so machen können. Dann können wir quasi das Ganze jetzt einmal durchgehen. Und zwar habe ich jetzt die Goggles einmal angeschaltet oder eingesteckt und der Copter ist auch quasi connected. Und jetzt können wir quasi so ein bisschen durchgehen, was man machen kann. Also erstmal sehen wir jetzt hier natürlich das Bild von unseren Goggles. Wir sehen unten so ein paar Einstellungen im OSD, das kann man aber alles einstellen. Wenn wir jetzt aber konkret mit der Steuerung der Goggles und die Settings, die man da einstellen kann, durchgehen wollen, dann können wir jetzt hier erstmal hier verschiedene Varianten machen. Wir können von auf dem rechten Display, also quasi auf der rechten Seite, von oben nach unten wischen und haben hier erstmal die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu machen. Wir können automatisch das OSD oder die Goggles aufnehmen, wir können die Helligkeit und die Lautstärke hier einstellen und das funktioniert alles über dieses Touchpad auf der rechten Seite. So, wir können auch wieder nach oben wischen, dann würden wir es wieder ausstellen. Wenn wir von unten nach oben wischen, haben wir die Kameraeinstellung. Da können wir hier einstellen, okay, wie möchten wir die Verschlusszeit und so weiter haben. Das kann ich natürlich jetzt nicht unbedingt einstellen, weil ich gerade hier eine Aufnahme mache. Man kann hier aber verschiedene Sachen einstellen, wie ISO, Verschlusszeit, Weißabgleich, das Bildformat, die Bildqualität und so weiter, das Sichtfeld. Das kann man hier alles einstellen, also hier hat man so allgemein die ganzen Sachen. Wenn ich jetzt von hinten nach vorne wische, komme ich hier in diese Status-LED. Oder in den Statusbereich. Hier kann ich quasi bei Status wechseln, welches Fluggerät ich gerade habe. Also habe ich eine DJI Avata zum Beispiel, die DJI O3 Air Unit, die allgemeine FPV Air Unit oder die Kydex Vista zum Beispiel. Ich kann ja auch die Mini 3 Pro und so weiter und so fort. Das kann ich alles hier auswählen und er würde automatisch das Videosignal auf die entsprechende Drohne dann anpassen. Dann haben wir unter Album, wenn wir Aufnahmen gemacht haben, können wir hier die Aufnahmen uns anschauen. Und die halt in den Goggles uns nochmal gegenprüfen, falls wir vielleicht eine Drohne verloren haben oder sowas. Und dann können wir das Ganze hier nochmal checken. Bei den Piloteneinstellungen haben wir in der Übertragung hier den Fokusmodus zum Beispiel. Der würde quasi dazu, wenn wir den einschalten, würden wir, wenn wir schwaches Videosignal haben, nur im mittleren Bereich des Videos oder beziehungsweise des mittleren Bereich des Bildes, würden wir noch scharf sehen. Alles außenrum würde etwas verpixeln, einfach, dass wir da nur die Möglichkeit haben, noch ausreichend sehen zu können, was direkt vor uns liegt. Den Kanalmodus habe ich auch gerade schon gesagt, den kann man auch manuell stellen und kann hier noch den Kanal zum Beispiel einstellen, welchen Channel wir nutzen wollen, falls man mit mehreren Leuten fliegt, dass nicht alle auf dem gleichen Channel fliegen, weil dann würde nämlich das Videosignal nicht gut funktionieren. Kommen wir in die Einstellungen. Da haben wir verschiedene Reiter. Einmal das Thema Sicherheit. Da kann man einstellen die Kameraansicht vor Verlust, also dass man in den Goggles sieht, wo was die Kamera zuletzt aufgenommen hat. In der Steuerung können wir zur RC-Steuerung, die ist jetzt nicht connected, ein paar Einstellungen machen und hier die Modi switchen. Hier können wir das Protokoll ändern in S-Bus Board Fast oder Standard. Das horizontale Streichen der Goggles kann man hier auch umkehren. Man kann sich hier Tutorials anschauen und man kann die Air Unit auch in automatischen Energiesparmodus bringen, sofern diese noch nicht gestartet ist, was sie jetzt gerade ist. Dann haben wir bei Kamera die Einstellung, die wir machen können. Hier können wir auch nochmal, wenn Displayaufnahme nicht an ist, können wir hier das Bildformat auswählen. Das Sichtfeld können wir auswählen, den EIS. Die eingebaute Bildstabilisierung können wir hier ausschalten oder einschalten. Das automatische ISO-Limit, Gitterlinien können wir hier einbauen. Dass einfach in den Goggles sozusagen ein kleiner Mittelpunkt oder halt ein paar Linien dargestellt werden. Wir können einen zusätzlichen Mittelpunkt noch mit einbauen und dann können wir hier sehen, wie viel interner Speicher auf der Air Unit noch verfügbar ist. Hier können wir noch in den erweiterten Kameraeinstellungen einstellen, wie wir aufzeichnen wollen, ob wir mit der Kamera auf der Air Unit oder auf den Goggles aufnehmen wollen oder bei beiden. Aufnahme der Kameraansicht haben wir die Ansicht der Settings und dem OSD, also hiermit könnt ihr das quasi aufnehmen. Dann haben wir die Aufnahme automatische Aufnahme beim Start. Das heißt, wenn die Drohne losfliegt, würde der automatisch die Aufnahme starten. Das würde ich euch empfehlen, da müsst ihr da nicht dran denken und vergesst das nicht. Dann habt ihr noch das Farbprofil, was ihr einstellen könnt. Die Schärfe vom Bildmaterial, beziehungsweise die würde ich mal ein bisschen runterstellen. Die könnt ihr nämlich im Nachgang noch ein bisschen nachschärfen dann. Rauschminderung könnt ihr noch hinzufügen. Flimmeranpassungen, also ob 50 Hertz oder 60 Hertz, wenn ihr indoor fliegt zum Beispiel. Genau, und so viel zu den erweiterten Kameraeinstellungen. Wenn wir zum Thema Display gehen, dann können wir hier die Helligkeit einstellen vom Display und die Anzeigenskalierung der Lufteinheit. Das heißt, zu wie viel Prozent die Air Unit angezeigt werden soll.
Man kann das Bildchen sich ein bisschen verkleinern, dann hat man nicht das gesamte Bild im Blick. Und Canvas-Modus HD oder normal würde quasi heißen, dass ihr das HD-OSD so gesagt freischaltet. Dazu gibt es aber auch schon verschiedene Videos. Gut, in der Info habt ihr dann noch eure Einheit, eure Lufteinheit, Firmware und die Steuerung, welche Firmware die Goggles nutzen, die Seriennummern und so weiter und so fort. Die Sprache könnt ihr noch einstellen und hier könnt ihr auch alles zurücksetzen. Wenn wir jetzt wieder eins zurückgehen und noch auf mehr, haben wir noch zwei Varianten, und zwar, dass man einmal den DJI Flugsimulator hier starten kann und auch noch ein drahtloses Streaming. Also Streaming-Videos drahtlos vom Mobiltelefon oder Computer auf die Goggles. Genau, dabei funktioniert das aber wirklich nur wie ein Google Chrome, dass ihr wirklich Videos vom Handy hier starten könnt. Also ihr könnt hier keinen Simulator drauf spielen, im klassischen Sinne, wie ich das in dem anderen Video schon mal erklärt habe. Genau, das sind im Endeffekt im Schnelldurchlauf alle Einstellungen, die ihr hier machen könnt. Okay, dann haben wir uns jetzt also die Settings der Goggles 2 alle angeschaut. Und jetzt habe ich noch ein kleines Schmankerl für euch. Und zwar würde ich euch nämlich mal zeigen, wie ihr den View, den ihr in den Goggles habt, direkt auf euer Smartphone in einem Live-View übertragen könnt. Denn so könnt ihr zum Beispiel Leute, die mit euch unterwegs sind, einfach das Handy rüberreichen und die sehen auch das, was ihr in den Goggles seht. Also eigentlich sehr, sehr cool. Deshalb zeige ich euch kurz, wie das geht. Das funktioniert nämlich super easy. Also als allererstes braucht ihr natürlich eure Goggles, das ist klar. Ihr braucht ein Smartphone. Auf diesem Smartphone muss die DJI Fly App installiert sein. Und anschließend braucht ihr noch ein Datenkabel, was auch wirklich ein Datenkabel und kein Ladekabel sein darf. Und das schließt ihr dann erstmal an, hier in dem Fall USB-C. Und ich schließe das Ganze mal an, und zwar erstmal das Smartphone und auf der anderen Seite dann in den USB-C-Port von euren Goggles. Das passt jetzt erstmal soweit. Dann braucht ihr natürlich noch den Akku für eure Goggles. Die schließe ich auch hier an. Oh, falsche Seite. So. Schließe ich auch hier an und starte schon mal die Goggles. So. Und dann braucht ihr im Endeffekt nur noch eure Drohne. Ich habe jetzt hier mal in dem Fall meine Pavo Pico und schließe hier jetzt mal den Akku an. Denn das Ganze funktioniert nur, wenn die Goggle auch einen Empfänger hat, beziehungsweise wenn das Videosignal auch übertragen wird. Und jetzt starten sich die Goggles. So, und jetzt habt ihr ein Signal. Man sieht hier, okay, die Air Unit ist jetzt hier schon drin. Und wenn ich jetzt hier auf Fliegen gehe, dann sehe ich sofort das Live-Bild von dem Copter. Genau, und so könnt ihr quasi ganz easy auf euer Smartphone den Live-View von eurer Drohne mit draufnehmen und einen Zuschauer quasi zuschauen lassen. Das ist ganz cool. Also lasst euch da das auf jeden Fall nicht entgehen. Denn das ist ganz cool, dass das mit den Goggles so per se funktioniert. Und das war es schlussendlich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ich noch irgendwas vergessen habe oder ob ihr noch irgendwelche Fragen habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin.